Jetzt üben die Tauben. Und zwar 3 hoch 6 mal 3 hoch 0,5, 4 hoch 7 mal 4 hoch 2 Siebtel soll es heißen, 5 hoch 0,2 mal 5 hoch 1,8 und 6 hoch 7 mal 6 hoch minus 9. Zu Hause kurz Pause und wir sehen uns danach wieder. Wir haben nämlich fertig. 3 hoch 6 mal 3 hoch 0,5, vorsichtig, hier wird nicht multipliziert, der Exponent, das ist 3 hoch 6,5. Das kann man aber nicht ausrechnen im Kopf, also lassen wir es in Potenzschreibweise stehen. Hier kommt raus, nicht wie man hofft und sagt, ah, kann ich die 7 kürzen? Nein, 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 nein. Hier werden die addiert, die Exponenten, also 4 hoch 7, 2 Siebtel oder 4 hoch 51 Siebtel. Ja, dann 7 mal 7 ist 49 und die 2 dazu. Gut. Hier allerdings geht es leicht. 0,2 und 1,8 ist 5 hoch 2. Also hier kommt entweder 5 hoch 2, beziehungsweise je nachdem, was gewünscht ist, fertiges Ergebnis 25. Das gleiche hier unten. 6 hoch minus 2 bedeutet 1 36. Oder 1 durch 6 hoch 2 kann man auch schreiben. Dürfte nicht so gefährlich sein. Und das immer wieder stur anwenden, wenn man es nicht weiß. Herleiten. Fertig. Fallt nicht drauf rein. Ne? Die nächste Übung. 7 hoch 3 durch 7 hoch 5, 8 hoch 0,2 durch 8 hoch 1,2, 9 hoch 81 durch 9 hoch 79. Action! Alle Täubchen wieder da. Ich hatte extra gesagt, wir möchten das bitte bruchfrei haben. 7 hoch minus 2, 8 hoch minus 1, 9 hoch 2 bzw. 81. Das ist auch bruchfrei. Gut. Jetzt habe ich diese Zahlen mal einfach genommen als Gegensatz. Was passiert, wenn ich also sage 3 hoch 6 in Klammern hoch 0,5, 4 hoch 7 in Klammern hoch 2 Siebtel, 5 hoch 0,2 in Klammern hoch 1,8 und 6 hoch 7 in Klammern hoch minus 9. Nehmt mal verschiedene Varianten, was rauskommen könnte. Also entweder in Bruchschreibweise, in Potenzschreibweise, mal sehen. Wir werden mal verschiedene Interpretationen der Ergebnisse haben wollen. Frage? 1,8, hoch 1,8. Jo. Also, hier kommt raus 3 hoch 3 oder 27. Hier geht es auch noch. 7 mal 2 Siebtel sind nun mal nur noch 2. Also 4 hoch 2 bzw. 16. Hier wird es eklig. 0,2 mal 1,8 ist 0,36. Lässt sich nichts dran machen. 5 hoch 0,36. Lassen wir so. 6 hoch 7 minus hoch minus 9 ergibt beim besten Fall 6 hoch minus 63. Das ist eine Zahl. In Reiskörnern würde einen ganzen Zug um die Welt in Reiskörnern ergeben. Einen ganzen Güterzug voll. So viel ist das, ist schon echt der Wahnsinn. Übungen weiter mit Wurzeln. Wurzel umschreiben mit Potenzen und ihr kommt klar. Ich schreibe es erstmal auf. Also das soll heißen hier, die fünfte Wurzel aus 2 und den ganzen Mist in Klammern hoch 10. Hier die dritte Wurzel aus 4 hoch 9. Hier die Wurzel aus 625 und daraus nochmal die Wurzel bitte. Hier die 0,2. Wurzel aus 6, alles hoch 0,8. Die neunte Wurzel aus 4 und das alles hoch 2. Und die dritte Wurzel aus der 27. Wurzel aus 27. Bei den letzten beiden, oder bei manchen, ist Umschreiben manchmal gar nicht so doof, sage ich mal so. Umschreiben, um sich wenigstens, auch wenn man es so nicht rauskriegt, um sich wenigstens der Lösung so weit wie möglich anzunähern, um den Ausdruck so einfach wie möglich zu gestalten. Action. Also, pardon, die Tauben. Ich habe es mal umgeschrieben. 2 hoch 1/5. Ne? Fünfte Wurzel, nichts Besonderes. Hoch 10. Jetzt kann ich aber sagen, 1/5 mal 10 ist 2, also 2 hoch 2 ist 4. Das geht leicht. Genauso leicht geht das hier. Die dritte Wurzel aus 4 ist 4 hoch 1/3. Ey. Und das alles hoch 9. Aber 1/3 mal 9 ist nicht mehr schlimm, ist 3. Also 4 hoch 3, 4 mal 4 mal 4, 64. Auch kein Problem. Die Wurzel aus 625 ist 25, weiß man, und daraus nochmal die Wurzel ist dann also 5. Und jetzt wird es doch ein bisschen komplizierter. Die 0,2. Wurzel aus 6 kann ich schreiben als 6 hoch 1 durch 0,2. Und das alles hoch 0,8. Erster Umschreibungsschritt. 1 durch 0,2 ist aber 5.
kann auch sagen 1 durch ein Fünftel hier oben zu dem Exponenten. 1 durch ein Fünftel ist 5. 6 hoch 5 mal, und jetzt kommt 4 Fünftel, ist nicht mehr schwer. Das ist 6 hoch 4, denn die 5 kürzen sich im Exponenten. Die nehme ich ja hier mal. Jetzt hier zu diesem Ding. Das wäre die widerlicherweise 9. Wurzel aus 4, kann schon gar keiner. Da muss ich es hinschreiben als 4 hoch 1 Neuntel in Klammern hoch 2. Und das ist nun mal ganz einfach 4 hoch 2 Neuntel. Da kann man nichts mehr machen. Lass mal so stehen. Genauso hier, hier kann ich es mir allerdings ein bisschen vereinfachen, wenn ich sehe, dass die 3. Wurzel aus 27 dann irgendwann fällig ist. Ich schreibe es erstmal stur so ab. Innere Wurzel heißt 27 hoch 1 27 in Klammern hoch 1 Drittel. Da ich ja sowieso 1 27 mal 1 Drittel multiplizieren muss, kann ich auch sagen, entweder 1 27 mal 1 Drittel oder 1 Drittel mal 1 27. Schreibe ich also das Drittel mal hier rein und kann schon mal wenigstens hier raus die 3. Wurzel ziehen im Kopf. Die ist nämlich 3. Und dann ist der Ausdruck nicht mehr ganz so widerlich, sonst müsste ich 3 mal 27 hier unten hinschreiben. Jetzt habe ich es ein bisschen vereinfacht. Wir kommen dann noch in weiteren Übungen dazu, aber erstmal so weit müssen wir es im Test beherrschen. Jetzt hier noch Beispiele. Wir können die ganze Sache hier auch nochmal auseinanderwalzen und wir können auch hier noch mit Brüchen arbeiten. Was heißt denn 8 hoch 0,2, wenn ich das mal umschreibe? 8 hoch 0,2, diese Aufgabe hier, die hier, kann ich doch umschreiben als 8 hoch 1 Fünftel und das wäre die 5. Wurzel. Und das Ganze durch 8 hoch 12 Zehntel. Aber jetzt wird es schon wieder widerlicher, ne? Was mache ich denn hier aus diesem Ding? Hier kann ich nicht einfach so mal irgendwie abziehen. Ich müsste aus 1 Fünftel und 12 Zehntel wieder gleichnamige Brüche machen, also 2 Zehntel und 12 Zehntel, und dann käme ich auch wieder dahin. Aber dass da 8 hoch minus 1 so schnell rauskommt, wagt wohl keiner sofort zu sehen. So, an dieser Stelle das Übungsvideo mache ich erstmal dicht. Wir kommen jetzt noch ganz schnell zum zweiten Teil mit unterschiedlichen Basen. Und dann sind wir durch.